Fußball rund um die Welt. Santos, 70 Kilometer von São Paulo entfernt. Hier gibt es den größten Hafen von Brasilien, viele Strände. Und hier haben weltbekannte Fußballer wie Pelé, Neymar und Robinho ihre Karriere beim FC Santos begonnen. Sonntagnachmittag. Auch sie träumen von einer großen Fußballkarriere. Marcus ist in einer berüchtigten Favela in São Paulo aufgewachsen. Seit 6 Jahren ist er in Ausbildung beim FC Santos. Dafür erhält er einen Monatslohn und kann so seine Mutter unterstützen. Ich konnte als 15-Jähriger meiner Mutter helfen. Zum Muttertag habe ich ihr ein Haus gekauft. Ich habe gesehen, wie glücklich sie war. Ich habe nie geglaubt, dass ich ihr so helfen kann. Ich habe ihr damit einen Traum erfüllt, denn sie hat sehr viel gelitten in ihrem Leben. Beim Ausbildungszentrum des FC Santos erinnern die Wandmalereien an die vielen berühmten Fußballer, die der Club hervorgebracht hat. Seit Pelé ist die Talentschmiede von Santos ein Markenzeichen im internationalen Fußball. Das morgendliche Ritual mit Gebet stärkt die U17-Klasse als verschworene Gemeinschaft. Marcus kam im Alter von 10 Jahren durch einen Fußballtest zum FC Santos. Das Training ist hart. Es ist dasselbe Programm wie für einen Profifußballer. Ich habe hier sehr vieles gelernt. Ich fühle mich zu Hause, Gott sei Dank. Ich bin sehr stolz, hier mit meiner Familie zu sein. Alle hier sind meine Familie. Ich bin jeden Tag mit ihnen. Das tägliche Training beginnt um 9 Uhr. 5 Stunden lang wird der Körper gestählt, die Reaktion geschärft und die Taktik erlernt. Zusätzlich werden die Schüler durch Psychologen und Sozialarbeiter unterstützt. Wir haben hier einen eigenen Spruch. Man sagt, dass ein Blitz nicht zweimal am selben Ort einschlägt. Das gilt hier nicht. Der Blitz hat schon viele Male am selben Ort eingeschlagen. Logisch, Pelé war einmalig. Aber wir haben auch Robinho, Neymar und die Jugendlichen hier möchten die Nächsten sein. Wie etwa Giovanni. Ein anderer Junge, der eine große Karriere anstrebt. Dafür nehmen er und seine Familie einiges in Kauf. Wie ist das Training? Ich bin jetzt schon müde. Die Familie de Jesus ist vor 3 Jahren aus dem Landesinneren extra nach Santos gezogen. Ein Agent hatte Giovanni entdeckt. Die Mutter hat ihren Beruf aufgegeben, um ihren Sohn zu unterstützen. Nós acordamos cedo, né? Wir sind früh wach. Giovanni geht trainieren. Ich kümmere mich um den Haushalt. Bügle, wasche, mache Mittagessen. Denn wenn er nach Hause kommt, ist er hungrig. Um 3 Uhr bringe ich ihn ins Fitnesscenter, später in die Schule. Der Tag ist zeitlich genau eingeteilt. Giovanni zusammen mit einem Freund und seinem Vater. Natürlich schauen sie Fußball. Er schätzt es, dass sich seine Familie so intensiv um ihn kümmert. Ich sehe andere Jugendliche, die alleine in einer Gemeinschaftsunterkunft leben. Da ist alles nicht so gut organisiert. Die sind nicht so konzentriert. Die Unterstützung der Familie ist sehr wichtig. Vom FC Santos erhält der 16-jährige Giovanni monatlich 1.200 Reais. Das sind 500 Franken. In Brasilien ist dies mehr als ein Mindestlohn. Die Wohnungsmiete der Familie bezahlt Giovannis Agent. Samstagmorgen. In São Bernardo do Campo, einem Vorort von São Paulo, tritt die U17-Mannschaft von Santos gegen São Bernardo an. Es geht um die lokale Meisterschaft. Es ist das erste Spiel der Saison.
Freunde und Familie nehmen lautstark am Spiel teil. Auch Giovannis Mutter fiebert mit. Und einer beobachtet das Spiel sehr genau. Giovannis Agent und Fußballscout. Er hat Neymar als Jugendlicher trainiert und Giovanni entdeckt. Schon im Alter von 8 Jahren hatte Giovanni eine gute Ballkontrolle und einen guten Überblick über das Spiel. Das war bei ihm wie angeboren. Das kann man nicht lernen. Deshalb wurde ich aufmerksam auf ihn. Die Jungs von Santos feiern den ersten Erfolg. Sie gewinnen gegen São Bernardo mit 4:0. Ein erfolgreicher Anfang für eine Profikarriere. Eines der 5 Stadien, die in Südafrika eigens für die Fußballweltmeisterschaft 2010 gebaut worden sind. Das Mombela-Stadion in Nelspruit. Der Bau hat 149 Millionen Euro gekostet. Während der Fußball-WM fanden hier nur 4 Spiele statt. Neben dem Stadion liegt das Township Matafin. Noch bevor das Stadion gebaut wurde, versprachen die Stadtbehörden den hiesigen Bewohnern ein besseres Leben. Wir haben gedacht, dass wir vielleicht geteerte Straßen, eine Straßenbeleuchtung und schönere Häuser erhalten werden. Doch es traf nicht so ein, wie man es uns versprochen hatte. Sicht auf das Stadion. Die hat Grace Jabalala vom Küchenfenster aus. Sie ist Primarlehrerin und wurde in diesem Township geboren. Fließend Wasser gibt es in ihrem alten Häuschen nicht. Stromausfälle sind an der Tagesordnung. Toiletten mit Spülung existieren bis heute nicht. Und Wasser wird nur alle 2 Wochen geliefert. Statt in Wasserleitungen investieren die Behörden jährlich 656.000 Euro in das Stadion, um die Verluste auszugleichen. Das Geld sollte dafür gebraucht werden, das Leben der armen Menschen zu verbessern. Das ist meine Meinung. Viele Menschen sterben. Viele werden krank und haben kein Geld, um einen Spitalaufenthalt zu bezahlen. Unser Trinkwasser ist verschmutzt. Es wird nicht gefiltert. Es macht uns krank. Die Stahlgiraffen des Mbombela-Stadions sollen an den nahegelegenen Krügerpark erinnern. Die schwarz-weißen Sitzplätze symbolisieren das Zebra. Der Unterhalt des Stadions kostet die Stadt Nelspruit pro Jahr knapp 1 Million Euro. Seit der WM 2010 haben hier insgesamt 1,5 Millionen Zuschauer an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen. Warum das Stadion dennoch pro Jahr nur 1/3 der Unterhaltskosten einnimmt, erklärt Manager Rolf Kotze. Der Hauptgrund dafür ist die Tatsache, dass das Stadion eben für die WM gebaut wurde und keine eigene in diesem Stadion heimische Fußball- oder Rugby-Mannschaft besitzt. Wir mussten sogar Spiele einkaufen, damit Teams hier auftraten. Am kostspieligsten ist der Unterhalt des Rasens. Er erfordert minutiöse Pflege. Ein spezielles Team überprüft Wachstum und Zustand der Grashalme mehrmals pro Tag. Trotz dem jährlichen Defizit insistiert Manager Kotze, sein Stadion habe sich auf die Stadt Nelspruit und die Bewohner insgesamt positiv ausgewirkt. Denke ich an die Anzahl Spiele, die wir hier zeigen konnten und an jene, die hierher kommen, um ein Stadion mit 45.000 Sitzplätzen zu sehen und während eines Fußballspiels mitzufiebern, dann finde ich, dass all dies auch ein Aspekt von Entwicklung ist.
In der menschlichen Entwicklungsgeschichte spielt der Sport eine große Rolle und schafft neue Möglichkeiten. Der Sport ist weltweit eine riesige Wirtschaftsbranche. Die Stadt nimmt daran teil, indem sie sich am Stadion beteiligt. Das Mombela-Stadion ist nur eine von fünf für die WM gebauten Einrichtungen, die defizitär sind. Alle fünf sind in den roten Zahlen. Und alle sorgen für Unmut unter den immer noch großen Teilen der Bevölkerung, die nach wie vor in prekären Umständen leben müssen. So wie Primarlehrerin Grace Chabalala. Im Township Matafin gründeten die Bewohner ein Komitee, das sich bei der Regierung für sie einsetzt. Das Stadion nebenan mag mehr oder weniger gut funktionieren, doch wir leiden immer noch darunter, dass grundsätzliche Dienstleistungen fehlen. Erst jetzt beginnt die Regierung, sich um die Wasserversorgung zu kümmern. Und dies nur, weil wir Protestkundgebungen veranstaltet haben, damit die Regierung endlich die Lebensbedingungen unserer Gemeinschaft verbessert. Bei aller Kritik räumt Primarlehrerin Grace Chabalala jedoch ein, dass die Kinder vom Stadion profitieren, wenn kostenlose Eintrittskarten an die Bevölkerung des Townships verteilt werden. Unsere Kinder werden sich die Stars oder die Fußballspieler zum Vorbild nehmen und ihnen nacheifern, anstatt als Straßenkinder zu enden. Insofern profitieren sie von den Spielen. Das Mombela-Stadion ist gebaut. Es lässt sich nicht mehr wegzaubern. Doch was die Lebensbedingungen der Menschen nebenan betrifft, da herrscht großer Nachholbedarf. Sani Musa, 19, rechter Flügel bei den Amidaus Professionals, einem Premier League-Club in Ghana, Westafrika. Sein Ziel ist es, in einem europäischen Club zu spielen. Seit ich ein kleines Kind bin, träume ich davon, professioneller Fußballer zu werden. Ich spiele jetzt in Ghanas erster Liga und hoffe, noch weiterzukommen. Es ist kurz vor 7 Uhr morgens, 25 Grad Celsius. Das Team macht sich bereit für ein Trainingsspiel mit einer befreundeten Mannschaft. Fußball ist wichtig in Ghana, sehr wichtig. Für einige ghanaische Fußballer ist Sanis Traum schon in Erfüllung gegangen. Asamoah Gyan spielt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Samuel Inkom in der Ukraine oder Anthony Annan bei Schalke 04. Auch Sani hat ein großes Vorbild. I like Frank Lampard. Mir gefällt Frank Lampard von Chelsea. Er trägt wie ich die Nummer 8. Ich mag seine Art zu spielen. Fußball ist nicht nur ein Spiel. Fußball ist auch ein Geschäft. Erst recht in Ländern wie Ghana. Unternehmer Ahmed Gambo hat den Club vor 3 Jahren gegründet. Sein Ziel ist es, Geld damit zu verdienen. Wir müssen versuchen, Verträge für unsere Spieler im Ausland zu bekommen. Wenn wir das schaffen, bekommen wir einen Teil des Geldes zurück, das wir investiert haben. Seit 2 Jahren spielen die Amidaus Professionals in Ghanas Premier League. Im Moment stehen sie am Ende der Tabelle. Heute ist das letzte Training vor einem wichtigen Match. Der Trainer entscheidet aufgrund der Leistung, welche Spieler am Sonntag dabei sind. Wer oft aufgeboten wird, erhöht seine Chance auf eine internationale Karriere. Es ist unser Auftrag, sie für den Weltmarkt vorzubereiten. Das Trainingsspiel gewinnen sie. Aber die Amidaus Professionals kämpfen gegen den Abstieg. Und am Sonntag gegen Tabellenführer Asante Kotoko. Es ist das vielleicht wichtigste Spiel der Saison. 11 Uhr. Für heute ist das Training vorbei. Auf dem Heimweg besucht Sani Musa seine Mutter, die auf dem Markt einen kleinen Kiosk besitzt. Sie unterstützt ihren Sohn, damit er Fußball spielen kann und kein Geld verdienen muss. Ich bin sicher, eines Tages zahlt er es uns zurück. Sie ist stolz, dass ihr Sohn es in die höchste Liga von Ghana geschafft hat.
genauso wie Sannys Vater. Er hat keine Arbeit, verbringt den Tag beim Palava im Schatten. Ich hoffe und bete, dass er einer der besten Fußballer der Welt wird. Die Familie Musa lebt in einem einfachen Quartier in Ghanas Hafenstadt Tema. Seit Stunden gibt es wieder einmal keinen Strom. Sani Musa bekommt als professioneller Fußballer von seinem Club 50 Euro im Monat. Davon kann er zwar nicht leben, doch mit der Hilfe seiner Familie geht es. Das Mobiltelefon zahlt ihm auch der Fußballclub. In seinem winzigen Zimmer ist es drückend heiß. Hier rauszukommen, das ist sein Ziel. Doch der Preis ist hoch. Viele Fußballer im Ausland bekommen Heimweh, aber sie bleiben. Es ist mein Beruf. Trotz Heimweh würde ich im Ausland bleiben. Zwei Tage später. Heute Nachmittag ist das wichtige Spiel. Der Clubbesitzer hat die ganze Mannschaft gemeinsam übernachten lassen. Er macht das, damit wir uns auf das Spiel von morgen konzentrieren und so kann auch niemand zu viel trinken. Dann stimmen sie sich ein für den Match. Mit Gesängen und Gebeten beschwört jeder seinen Gott, den Amidaus Professionals zu einem Sieg zu verhelfen. Der Bus des Clubs bringt das Team der Amidaus Professionals zum Fußballplatz. Es ist ein Heimspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenersten Asante Kotoko. So etwas wie der FC Basel oder Bayern München von Ghana. Der beste Club des Landes hat richtig Geld, einen richtigen Bus und Fans, die von weit her zu den Spielen anreisen. Asante Kotoko hat schon einige Spieler ins Ausland verkauft. Das Training war sehr gut. Ich bin zuversichtlich, dass wir heute gewinnen werden. Doch es kommt anders. Die Amidaus Professionals verlieren 0-2 gegen Asante Kotoko. Der Traum von der internationalen Karriere ist wieder etwas weiter weg. Im Hinterkopf hat Sani Musa einen Plan B. Die einzige Alternative, zurück zur Schule. Sonst gibt's nur Fußball. Auch der Fußballnachwuchs in Afrika träumt schon von einer Fußballkarriere in Europa. Es ist 5 Uhr morgens. Die Bayern Kings machen sich auf den Weg zu einem Spiel ihres Vereins. Obwohl sie 450 Kilometer entfernt wohnen, gehört ihr Herz dem FC Bayern. Michael Zehmann, wegen seiner Frisur Buschmann genannt, ist immer mit an Bord. Alles gut? Mitten in der Nacht aufstehen, stundenlange Busreisen. Für einen wahren Fan ist das alles kein Problem. Im Gegenteil, Michael ist so oft wie möglich on tour. Ich fahre mindestens 2-3 Mal im Monat zum FC Bayern München. Plus Champions League natürlich. Die weitesten Touren der Champions League sind meistens die Fahrt mit Bus nach Madrid. 4-25 Stunden einfache Fahrt. Da tun dann schon die Knochen weh und alles andere ist dann auch zu weit. Auf der FCB. Alkohol geht noch vor. Auf seinen Reisen sammelt Buschmann Fotos und Autogramme. Arjen Robben, Thomas Helmer, Fußballgott Uwe Seeler, Thomas Strunz, Ottmar Hitzfeld, der Schweini, da war er noch jung. Das Schöne ist, man schreibt die Leute dann an und freut dann natürlich, wenn man das dann auch für Buschmann und so zurückbekommt. Das sind natürlich schon in dem Sinn alles Vorbilder, das sind meine Helden und ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch richtig schön feiern können. Also ich rede immer von wir, wenn, dann spiele ich halt im Endeffekt ja auch mit, weil man erlebt es ja, man leidet mit Höhen und Tiefen, das gehört zum Fußball dazu und das ist eine große Leidenschaft, die einem auch viel Kraft gibt. Kraft, die Michael besonders vor ein paar Jahren brauchte, als er wegen Burnout und Depressionen nicht mehr arbeiten konnte. Inzwischen ist er früh pensioniert und es geht ihm besser. Er sagt, der Fußball habe ihm das Leben gerettet. Und seine Frau Andrea, die seine Fußballliebe zwar nicht teilt, sie aber notgedrungen toleriert. Michael ist kein aktiver Mensch, außer wenn es um den FC Bayern geht. Da kommt er dann wenigstens raus, er sieht viel von der Welt, es tut ihm gesundheitlich gut. Und das ist das, was mich dann auch oft
die Faust in der Tasche machen lässt und sagt, okay, lass ihn fahren. Ich bin dann zwar hier alleine und vermisse ihn dann auch, aber ich weiß, dass es ihm halt gut tut und dass er es braucht, wirklich braucht. Aber wie gesagt, mir fehlt halt ein bisschen Zeit mit ihm. Ich bin also nicht nur die Frau für die Spielpause. Michael ist mal wieder in seinem Element. Nun kommt noch die äußerliche Verwandlung von Menschen Michael Zeemann in den Fußballfan Buschmann. Das hat alles meine liebe Mama gemacht, die gelernte Näherin, Strickerin ist. Ich bin da unheimlich stolz drauf, dass sie mir die ganzen Aufnäher da drauf genäht hat. Mit einer kleinen Jacke hat es angefangen, eine kleine Jeansjacke. Und dann war die irgendwann mal voll. Und in den 80er Jahren gab es ja so lange Mäntel und dann hat sie gemeint, komm, ich mach dir die da drauf und ja. Dann hat's gepasst. Jetzt fehlen nur noch die Schals. Irgendwann waren es mal, also 41 war mal der Rekord. Da fallen dir aber dann alle Arme ab am nächsten Tag. Das kann ich dir sagen. Jetzt sind wir perfekt. Tada! Die Allianz Arena in München. Hier ist Buschmann bekannt wie ein bunter Hund und wird selbst zum Star. Andrang an den Kassen. Der Stadionbesuch ist inzwischen zum Familienevent avanciert. In den letzten Jahren sind die Besucherzahlen sprunghaft angestiegen. Der FC Bayern ist mit 9 Millionen Anhängern der beliebteste Verein Deutschlands. Jeder vierte Fan in Deutschland ist ein FC Bayern-Fan. Und auch heute werden ihre Erwartungen nicht enttäuscht. Der Sieg der Bayern muss erstmal ordentlich gefeiert werden. Doch für Buschmann ist das noch nicht der Höhepunkt des Tages. Hier im VIP-Bereich der Telekom Lounge wird er gleich einem der Spieler begegnen, die eben noch auf dem Platz standen, einem seiner großen Heroes. Noch einmal im Leben sowas erleben darf, das ist eine sehr schöne Sache, gerade für mich oder für jeden Fan allgemein, der hier mal rein darf und den Spieler treffen darf, ist das natürlich. Hallo, servus. Freu mich. Geil, ich bin total begeistert, dich mal kennenzulernen. Echt geil. Super, super toll. Das ist, darf ich mit dir mal ein Foto machen hier mit der jungen Dame? Ja, super. Ich bin total von Socken. Ja. Gehen Sie auch mit meinen. Das ist ja eine Ehre, Mensch. Ja, klar. Ja, vielen Dank. Für mich auch. Bin ein bisschen stimmlich kaputt im Spiel heute. Weißt du, wenn du in der Südkurve stehst, gibst du immer Vollgas. Und, was? Armin, komm her, super geil. Vielen, vielen lieben Dank. Alles Gute. Bitte. Und alles Liebe. Super geil. Bis Dienstag. Ah, ja, na klar, ich bin da. Ich gebe alles. Wunderbar. Mach's gut. Vielen lieben Dank. Ciao. Oh, ist das geil, ey. Ja, komm her. Wir haben uns noch nie gesehen, Michael und Greg. Er war ein Stürmer von Weltklasse. José Attafini rechts war ein Fußballstar in den 60er und 70er Jahren und einer der erfolgreichsten Torschützen in Italiens Fußballgeschichte. Ein besonderer Höhepunkt seiner Karriere war der Gewinn des Europapokals der Landesmeister 1963. Im Finale gegen Benfica Lissabon erzielte Attafini die beiden Treffer von AC Milan. So gewann der Mailänder Club als erster in Italien den begehrtesten Titel in Europa. Il padrone delle arance che ti correva dietro. Delle arance, sì. È vero, è vero, è vero. Attafini wurde als Sohn von italienischen Immigranten in Brasilien geboren. Dort nannte man ihn Mazzola, weil er einem berühmten italienischen Spieler glich. Ich habe in meiner Heimatstadt in der Nähe von Sao Paulo angefangen, im Club Palmeiras und dann in der brasilianischen Nationalmannschaft. Als Brasilien 1958 Weltmeister wurde, wurde ich bekannt. Die jüngsten Spieler waren Pelé und ich. Er war 17 und ich 19 Jahre alt. Während Pelé in Brasilien blieb, folgte Attafini einem Ruf nach Italien, wo er heute noch lebt.
In Italien werden aus Spargründen viele Sportaktivitäten für Kinder gestrichen. Private Organisationen springen in die Bresche. Aber das kostet Geld. Altafini organisiert Spenden, damit Hunderte von Kindern ihre freien Nachmittage auf dem Rasen statt auf der Straße verbringen können. Viele hoffen, dass sie einmal so gut werden wie Altafini, der doch heute stolz ist auf seine Erfolge. In meinem ersten Jahr in Italien waren wir Landesmeister und 1963 gewannen wir den Europapokal. Ich machte 14 Tore, genauso wie heute Messi und Ronaldo. So wie die beiden machte auch ich in 9 Spielen 14 Tore. Darum gehört der Rekord uns allen dreien. Und das freut mich sehr. Auch wenn Ronaldo diesen Rekord kürzlich überboten hat, bleibt Altafini ein legendärer Torschütze. Die Fans liebten diesen Brasilianer mit italienischen Wurzeln. An der WM von 1962 wäre er gern für Brasilien angetreten. Aber damals war das für einen im Ausland verpflichteten Spieler nicht möglich. Es war eine herbe Enttäuschung für ihn. 1962 hätte ich an der WM für die brasilianische Nationalmannschaft spielen sollen, aber das Reglement verbot es. Ich hatte einen italienischen Pass, weil meine Großeltern Italiener waren. Italien bot mich auf und weil ich unbedingt an der WM dabei sein wollte, beschloss ich, für Italien zu spielen. In Brasilien nahm man ihm das übel. Viele Journalisten wussten nicht, dass Brasilien die Spieler im Ausland nicht in die Nationalmannschaft aufnahm und warfen mir an den Kopf, ich sei ein Ex-Brasilianer, bestechlich, ein Söldner, was ja nicht stimmte. Es war ein Vorteil, zwei Pässe zu haben, aber ich verdiente damit nichts. Den zukünftigen Fußballspielern möchte er ethische Werte weitergeben. Wer ein richtiger Profifußballspieler werden wolle, solle sich die zum Vorbild nehmen, die einfach und bescheiden seien. Die Entwicklung im Fußball gefällt ihm gar nicht. Heute sind die Spieler sehr grob zueinander. Das gab es bei uns nicht. Sie scheren sich nicht darum, dass der Gegner, den sie anrempeln, ja auch ein Fußballspieler ist. Diese Grobheiten sind unfair und gefallen mir gar nicht. Es ist nicht mehr die gleiche Atmosphäre wie damals. Wir hatten in der Garderobe noch Zeit für einen Schwatz. Der eine rauchte, der andere rasierte sich. Heute verschwinden sie sofort nach dem Spiel, denn sie sind so beansprucht von diesem hektischen Leben, dass es den Zusammenhalt in der Gruppe nicht mehr gibt. Altafini, der seine Karriere in der Schweiz beendete, war 26 Jahre aktiv und blickt mit Nostalgie auf seine Zeit zurück. Unser Fußball war schöner. Er hatte mehr Poesie. Heute herrscht eine große Geschwindigkeit im Spiel, nicht bei den Männern. Die waren früher so schnell wie heute. Aber es ist alles sehr hektisch geworden. Es gibt auch jetzt große Fußballspieler, aber viele hätten damals wahrscheinlich nicht spielen dürfen. Und einige von damals würden heute nicht spielen. José Altafini, ein begnadeter Fußballspieler. Wenn er losrannte, war er kaum zu stoppen.